Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal mit Facecam. Ja, Leute, genau. Heute mal mit Facecam. Ich muss die Facecam ein bisschen größer machen. So. Wir, oder beziehungsweise ich reagiere heute auf Melia Starbanacht, offizielles Musikvideo von VDSCS. Ich bin sehr gespannt, denn ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Doch, hier ist eine ganze Liste mit Sachen, auf die ich reagieren werde. Gut, das meiste sieht man jetzt nicht wegen meiner Facecam. Aber hier stehen ein paar Songs drauf und generell noch ein bisschen Gaming und sowas, was noch kommen wird. Aber genug davon, wir machen jetzt hier erstmal den Song und dann, ja. So, natürlich VDSCS bei Spotify, mach mit bei VDSCS, T-Shirt, Shop natürlich alles, Instagram und TikTok, alles hier verlinkt. Würde ich sagen, labern nicht lange, wir starten direkt rein. Vor 2 Monaten 21.879 Aufrufe, stabile 668 Likes. Ich würde sagen, wir starten rein. Gib ihn! Stark, ich glaube, ich habe Dings gestummt. Da. Ich habe gerade ein bisschen reingekackt. Ich stream nämlich. Ich nehme nämlich nicht über OBS auf, also schon über OBS, aber nicht halt OBS, wie die meisten Leute das wahrscheinlich kennen. Ich nehme nämlich über Streamlabs OBS auf. Und da ist das ein bisschen anders. Vor allen Dingen kann ich das, steuere ich das hier anders, da ich nämlich mein Handy so gesehen als Streamdeck verwende. Und deswegen ist die Steuerung heute mal ein bisschen anders. Ich musste gerade auch ehrlich gesagt nochmal kurz gucken. Deswegen, ihr habt gerade nichts gehört. Das lag daran, dass, ja, aus irgendeinem Grund wird das hier gerade nicht mehr erkannt. Keine Ahnung warum. Weil stumm ist er eigentlich nicht. Kann auch sein, dass ich den einfach nur noch neu reinstellen muss. Eigentlich sollte der so drin sein hier. Es kann auch sein, dass ich Groove einfach falsch drin habe noch. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal schnell, ich stelle den mal anders ein jetzt. So. Eigentlich sollte der... Ah, keine Ahnung, stumm ich den. So, machen wir weiter. Yeah. Mike an, Scheitern, werde ich nicht, denn ich bleib dran. Ihr pfeift dann mit Pfeifgum, wenn wir... Bei Wait Guys, ich mach mal ganz kurz Dingens aus. Nochmal. So, ich mach mal die Facecam weg, weil kein Bock, dass Kommentare deaktiviert sind. YouTube gönnt bei sowas leider nicht. Muss ja volljährig sein, dass ich meine Fresse erst zeigen darf, damit ich dann noch Kommentare krieg mit Videos, wo meine Facecam drin ist. Aber egal, so ist es eh chilliger. Aber ja, lang genug gelabert. Mal weiter. Gib ihn. Im BMW vorbeifahren. Du kannst flexen, du kannst raven, Mann. Ich find euch trotzdem scheiße. Das hier ist Berlin und nicht irgendeine Dorfgemeinde. Okay, aber ey, einfach AK außer Kontrolle, Adlibs. Ja, ist weg, also flieh mal, du Kecke. Ich hab mir schon wieder die Ziele gesetzt. Den Ball, 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 uns knallt, knallt, knallt wie bei Paulo de Balla. Ich schieß dich weg. Aber die eine Line fand ich krass mit diesen, beziehungsweise, was heißt. Wobei, also krass kann man es eigentlich nicht wirklich nennen. So, ich fand es lustig. Irgendwie. Es war eine lustige Line mit diesem. Ihr pfeift dann mit Pfeifgum. Pfeifgum, wer es nicht kennt, das Kaugummi. Melia Rap für Berlin, ich setz einen Trend, jeder kennt dieses Team mit dem S. VD, SCS, die Gang. Ich zieh ab, sie werden Bang. Ich staune, irgendwann hab ich's geschafft. Und sie sagen, dieses Girl, sie wurde ein Star über Nacht. Ich hab hunderte Probleme, aber nein, der Boy ist keins. Mit dem Finger hoch, damit du weißt, wie sehr ich auf dich scheiß. Und sie werden alle staunen, irgendwann hab ich's geschafft. Und sie sagen, dieses Girl, sie wurde ein Star über Nacht. Ich hab hunderte Probleme, aber nein, der Boy ist keins. Mit dem Finger hoch, damit du weißt, wie sehr ich auf dich scheiß. Oh yeah, oh yeah.
will, dann übernehme ich über Nacht auch Weltbahn. Ey, ich muss ehrlich sagen, der Part war geil. Die Hook klingt, also ich muss kurz dazu sagen, ich kenne das Lied, so, aber ich habe mir nur den ersten Part davon gegeben. So, dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr weiterzuhören. Deswegen, das ist jetzt gerade Neuteil für mich. Die Hook war auch neu für mich, aber die Hook klingt voll geil eigentlich. Gut, ich finde diese Adlibs ein bisschen, weiß ich nicht, die da noch drin sind in der Hook. Also nicht die Hintergrund-Adlibs. Was da kommt von wegen bei dieser einen oder vielleicht. So dahinter sind ja noch Adlibs. So, und die meine ich aber nicht. Die meine ich, diese Adlibs meine ich. Sind ein bisschen weird, aber okay. Jeden das seine, ne? Aber ja, gut. Ja, okay. Wenn ich will, dann übernehme ich über Nacht auch weltweit. Aha. Es ist VDSIS-Zeit. Hebt die Arme hoch, wenn ihr cool mit dieser Gang seid. Aha. Es ist VDSIS-Zeit. Und sie gucken, wie ich meine Wiki gerade gehe. Ich will Bares sehen und im KDW meine Karte nehmen und sie gerade wegs in dem Kartgerät durchziehen, durchziehen. Und für alle meine Girls in der Republik, mit dem Finger für die Boys, mit dem Stichblick. Komm mit deinem Bruder und gewiss auch dein Cousin. Ich zieh ab, sie werden mehr erstaunen. Irgendwann hab ich's geschafft. Und sie sagen, dieses Girl, sie wurde ein Star über Nacht. Ich hab hunderte Probleme, aber nein, der Boy ist keins. Mit dem Finger hoch, damit du weißt, wie sehr ich auf dich scheiß. Und sie werden alle staunen. Irgendwann hab ich's geschafft. Und sie sagen, dieses Girl, sie wurde ein Star über Nacht. Ich hab hunderte Probleme, aber nein, der Boy ist keins. Mit dem Finger hoch, damit du weißt, wie sehr ich auf dich scheiß. Ey, der Song ist aber echt strong gemacht, ne? Für 2,37 ist der Song gefühlt länger als jeder andere Song im Deutschrap. Es ist so peinlich, Alter. Wo sind diese ganzen 4-Minuten-Songs hin von früher, Digga? Junge, keiner macht mehr 4-Minuten-Songs. Es fuckt so unnormal ab. Der Einzige, der doch an sich real und lange Musik macht, ist meiner Meinung nach einfach Reportagen. Meiner Meinung nach macht Reportagen noch Musik, die lang genug ist. So 3 Minuten 30 Tracks hier, das neue von ihm zum Beispiel. 3 Minuten 34, das neue. So dann hier YouTube Germany District, 10 Minuten gesamt. Ja? Gut, der eine Track, gut, Rose Yourself und Seven vs. Wild sind halt unter einer Minute, sind halt unter 2 Minuten. Gut, die anderen gehen halt auch so 2,20 so. Das eine geht sogar fast 2,50, aber für 10 Minuten gesamt so. Und jetzt halt mal von einem einzelnen Track abgesehen, ne? YouTube Germany District 3 Teil 2 geht auch knapp 10 Minuten. 100 Schatten geht auch, okay, gut, ich habe nichts gesagt, 2 Minuten. Ich glaube, Gara geht 3 Minuten, also knapp 3 Minuten. Nicht wie ihr geht 3,23 ungefähr. Charuit geht, also die EP von ihm, geht knapp 14 Minuten. Also an sich macht Reportage noch lange Musik und so. Und wenn man sich mal hier dieses Classic-Tagen-Album da gönnt, wie lang das gesamt läuft, das läuft einfach fast 1 Stunde 4 gesamt. Und jeder Track geht fast über eine Minute. Gut, okay, da gibt es ja diesen einen Track gegen eine bestimmte Person, die auf YouTube dann nicht mehr erwähnt werden darf. Ja, da deswegen sage ich jetzt keinen Namen. Ja. Der geht 10 Minuten. Aber gut, da sind noch 2 Leute drauf noch, ne? Sind ja noch, ich weiß gar nicht, wer sind da noch mal drauf? Mizep und ich glaube Jack von Crack. Aber darum geht's gar nicht. Warum rede ich jetzt über Reportagen, wenn ich mir VDSDS-Video gebe? Ey, diese Reactions werden immer sinnloser, ne? Ich schwör's euch. Meine Reactions vor allen Dingen, ey, die werden immer sinnfreier. Ich guck mir das an und rede über komplett jemand anderen. Ich sollte mich lieber auf das konzentrieren. Aber egal. Ja. Beat ist auch. Okay. Also klar, es geht halt. Ging jetzt für mich fürs Hören, so. Ging es für mich so in die Richtung Pop, nicht Richtung Rap. So, da bin ich ehrlich. Ging für mich in Richtung Pop eher, aber
Das ist überhaupt gar kein Problem, weil Popmusik ist gefühlt gerade Deutschrap sowieso. So die einzigen Leute, die glaube ich noch real was machen, sind, weiß ich nicht, Reportagen, Kollegah, Asche, wobei von Asche höre ich im Moment sehr, sehr wenig. Deswegen kann ich da nicht viel sagen, ob der auch noch Rap macht oder Popmusik. Weil für mich ist Deutschrap im Moment komplette Popmusik geworden, ey. Ich schwör's euch, in 3 Jahren ist Deutschrap einfach Schlager 2.0. Ey, Digga, dann quitte ich mein Leben, Digga, wirklich. Dann quitte ich alles, Digga. No joke. Aber egal, der Song ist geil gemacht. Respekt, Respekt geht raus. Ich wollte gerade sagen, Grüße geht raus. Die wird das Video halt nie sehen, ne? Deswegen, ja. Gönnt euch den Song. Auf jeden Fall. Kann man machen. Kann man sich geben. Kann man sich öfters auf jeden Fall geben. Aber noch ist der Song nicht vorbei. Geht noch 11, 12 Minuten. 12 Minuten, ja. Mittelfinger hoch, damit du weißt, wie sehr ich auf dich scheiße. Ey, soll ich mal eine Reaction auf die EP machen? Und soll ich eventuell auch mal eine Album-Reaction auf Das Leben und ich von Melina machen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet, wenn ich mal so eine komplette EP-Reaction oder eine komplette Album-Reaction mache. Da hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Zieh ich mir Spotify und dann gib ihn. Was für Spotify? Warte mal, ich gehe auf YouTube. Ist chilliger. Ich hab eh Adblocker, von daher krieg eh keine Werbung. Glaube ich. Aber egal. Leute, wir gönnen natürlich Werbung, was gar nichts bringt, weil die EP ja schon draußen ist. Genau, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, was laber ich, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich schätze mal, in den nächsten Videos wird das immer noch so sein, dass ihr diese Ränder hier habt. Also dieses hier mit der Chatbox und sowas, denn das ist mein Twitch Streaming Overlay. Und da ich das im Moment ein bisschen unnötig finde, für Aufnahme ein Programm zu benutzen, für Stream benutze ich jetzt einfach das, was ich für Stream benutze, auch für die Aufnahme. Also kann auch sein, dass es im nächsten Video schon wieder weg ist, dass es im nächsten Video nur noch das Bild ist. Aber irgendwie finde ich es so auch ein bisschen schöner. Aber ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Je nachdem, was ich dann hochlade, Reaction Gaming, whatever. Oder ob es ein Speed-Up ist, ich weiß es noch nicht. Steht aber auch welche drauf auf jeden Fall. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold, it's